Das gibt es auch noch. Die Maus will mit dabei sein. Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben uns jetzt auf diesem Kanal längere Zeit nicht gesehen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dieses Video jetzt für euch zu drehen. Wie ihr in der Überschrift lesen könnt, habe ich heute wieder einen DM-Haul für euch. Ich war gestern bei DM und eigentlich wollte ich nur die Nachtcreme zu der Tagescreme von Alverde kaufen, die ich euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt habe. Aber dann habe ich noch so viele neue Sachen entdeckt, die ich auch alle gekauft habe und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich fange an mit der Sache, die ich eigentlich hätte kaufen wollen und auch gekauft habe, und zwar von Alverde, die Anti-Aging Kutzin Vitamin Nachtcreme mit Goji-Beere, die soll straffen und regenerieren. Und dann wollte ich noch von Maybelline die Fit Me Foundation kaufen in der Farbe 105, aber leider hatten sie meinen Farbton nicht. Stattdessen habe ich jetzt von Maybelline die Dream Satin Liquid Foundation mitgenommen mit Lichtschutzfaktor 13 in der Farbe 01 Natural Ivory. Das ist ein zartschmelzendes Make-up und das soll die Poren wie unsichtbar machen für einen perfekten Satin-Ton. Die Foundation von Maybelline kenne ich noch nicht, die hellen Farbtöne sind auch neu und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und dann habe ich etwas entdeckt, worüber ich mich so sehr gefreut habe. Und zwar gibt es von Balea wieder die Zuckerschnute. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Vor ein paar Jahren gab es davon schon das Duschgel, die Bodylotion und später kam auch noch ein Parfüm dazu. Und ich mochte die Bodylotion so gerne. Der Duft war einfach unglaublich lecker. Und jetzt gibt es wieder ein Duschgel davon, und zwar Sweet Smoothie mit dem Duft von Zitrone und Vanille. Es steht nirgends Limited Edition dabei, also gehe ich mal davon aus, dass es jetzt fest ins Sortiment kommt. Ich hätte mich noch über eine Bodylotion gefreut, aber vielleicht war das ja jetzt die erste Lieferung und die Bodylotion kommt dann noch. Das Duschgel duftet unglaublich lecker nach Zitronenkäsekuchen. Sehr süß, also wer so süße Düfte nicht mag, für den ist es vielleicht nichts. Aber wer süße Düfte mag, sollte unbedingt mal daran schnuppern und ich finde auch die Verpackung sehr, sehr hübsch. Dann habe ich noch ein Duschgel von Balea mitgenommen, beziehungsweise ein Cremeöl-Duschpeeling, Mandel und Vanille für ein zartes Hautgefühl. Der Duft ist auch sehr lecker. Ich fand den Duft auch passend jetzt für die Winterzeit, die kommt. Alles, was jetzt noch kommt, ist von Balea und alles ist neu. Wie auch das Rasiergel von Balea, Sweet Mandarin mit dem Duft von Mandarine und Mandel für empfindliche Haut. Und dieses Duschgel ist eine Limited Edition. Davon gab es noch die Duftrichtungen Grapefruit und Heidelbeere. Und Heidelbeere hat sehr künstlich gerochen. Grapefruit war mir ein bisschen zu fruchtig, also ich mag ja eigentlich keine fruchtigen Düfte, wie ihr wisst, aber die Kombination aus Mandarine und Mandel ist sehr angenehm und da kommt das fruchtig-spritzige von der Mandarine gar nicht so zum Vorschein. Also das ist eine gute Mischung. Dann habe ich noch eine Handseife von Balea mitgenommen, und zwar ist das eine Cremeöl-Verwöhnseife Golden Glamour Balea Luxury, auch wieder mit dem Duft von Vanille und Patchouli. Ich finde, dass die Verpackung sehr edel aussieht und naja, es ist wieder Vanille und ich liebe einfach Vanille und Vanille passt auch sehr gut in die Herbst- und Winterzeit. Zu guter Letzt habe ich noch von Balea das Micellenreinigungswasser mit Orangenblütenwasser mitgenommen für trockene und sensible Haut. Das gibt es auch noch für Mischhaut und sensible Haut. Das gibt es auch noch. Lotte. Die Maus will mit dabei sein. Also das gibt es auch noch für Mischhaut und sensible Haut. Die Lotte. Ich habe jetzt einfach mal für trockene und sensible Haut mitgenommen. Ich hatte ja schon mal das Micellenreinigungswasser von Garnier. Damit war ich nicht sehr zufrieden. Aber von dem Balea Micellenreinigungswasser habe ich bisher nur Gutes gehört. Und deswegen bin ich neugierig und möchte das auch gerne mal ausprobieren. Das ist übrigens ohne Parfüm und ohne Alkohol. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorhin schon gesagt habe. Ja, das war's. Das war mein kompletter DM-Haul. Bist du mein Schatz? Oh, Leute, ist verknuschelt. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss. Bis morgen. Und ausprobieren.